Hallo lieber Tieftonliebhaber, du siehst, ich befinde mich auf einem Flughafen und zwar in Amsterdam und es geht wieder auf Reisen und ich nehme dich mit nach New York City. Viel Spaß! Mittlerweile sind wir gut gelandet, haben eingecheckt im Hotel und laufen inzwischen durch New York City. Hajo und ich sind heute auch unterwegs und wollen uns gerne die Brooklyn Bridge anschauen. Etwas, was wir beim letzten Mal, als wir hier waren, in 2017 nicht gemacht haben. Tja, mal gucken, wie es wird. Das Wetter ist traumhaft und genau richtig für seinen tollen Ausflug. Tieftonliebhaber, na, heute haben wir noch einen Tag über frei. Heute Abend müssen wir erst auftreten und ich befinde mich gerade hier in New York bei dem Motiv schlechthin. Natürlich eigentlich das Bild von New York, was man so kennt, die Brooklyn Bridge. Und hier laufen wir jetzt gleich drüber, Brooklyn Bridge, wieder zurück nach Manhattan. Brooklyn Bridge, zum Zeitpunkt ihres Baus die größte Hängebrücke der Welt, war die erste, die den East River überspannte. Entworfen und gebaut von John A. Rubling und seinem Sohn Washington A. Rubling, überspannt die Brücke 3461 Fuß, also ein bisschen mehr als einen Kilometer, und erhebt sich 133 Fuß, also fast 41 Meter, aus dem darunterliegenden Fluss. Der Bau dieser Brücke dauerte 16 Jahre. Das Stahlseilwerk, das über zwei monumentale Steintürme gespannt ist, ist an beiden Enden in Steinverankerungen befestigt. Die Brooklyn Bridge, ein Bauwerk von Schönheit, war ein Meilenstein in der Geschichte der amerikanischen Ingenieurkunst.
Mittlerweile haben wir uns mit Jetze, unserem Pianisten, getroffen und schlendern ein bisschen durch New York und sind auf der Suche nach einem Plattenladen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden die ein oder andere Rarität oder heiße Platte, die wir mit nach Hause nehmen können. Wahnsinn, ich habe gerade eine meiner Lieblingsplatten in einem Plattenladen hier gefunden. Bright Sides Live von Pat Metheny mit Jaco Pastorius, sehr zu empfehlen. So, wir laufen jetzt durch die Tin Pan Alley. Die Tin Pan Alley ist in Manhattan eine Straße, die sehr bekannt war um die Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert, also 1890 ungefähr. Und der Name ist so entstanden, oder eine Theorie sagt, dass der Name so entstanden ist, dass damals in dieser Straße sehr viele Musikproduzenten und Singer, Songwriter lebten, die alle ihre Türen und Fenster offen hatten und alle am Spielen und am Üben und am Komponieren waren. Und es standen ganz viele Pianos und Klaviere auf den Straßen oder in den Hauseingängen. Und dadurch eine wahnsinnige Kakophonie an durcheinander klingender Musik ertönte. Und dieser Lärm soll eben wie das Geklingel und Gerassel und Geklapper von Töpfen und Pfannen geklungen haben. Daher Tin Pan Alley. Und hier soll es irgendwo eine Plakette geben und halt einen Gedenkstein oder sowas. Und wir suchen die ganze Zeit schon, wo das sein kann. Und laufen hier irgendwie rum. Und dann haben wir tatsächlich was gefunden. Müsst ihr mal aufpassen, wo das jetzt ist. Hier ist völlig respektlos ein Pfeiler auf diese Plakette gebaut. Unglaublich, weil diese ganze Überdachung, die stand da natürlich noch nicht vor einiger Zeit. Ich glaube nicht, dass die Bauarbeiter, die diese Überdachung errichtet haben, irgendwelchen Respekt vor der Musikgeschichte Amerikas haben. Es geht weiter zum nächsten Plattenladen, den Jetze im Internet ausfindig gemacht hat. Mal gucken, wie der ist. Höchste Zeit für eine kleine Mittagspause. Einer kleinen Mittagspause hat es uns in einen weiteren Plattenladen verschlagen, und zwar in den Jazz Record Shop. Irre. Also es ist wirklich wahnsinnig. Ein irre Laden, nur mit Jazz. Jazz-CDs, Jazz-Platten, da hinten geht's weiter. Es ist unglaublich. Hier hat jeder Jazz-Artist eigentlich ja, so ziemlich sein eigenes Fach. Wirklich krass. Das absolute Paradies für jeden Jazzliebhaber. Ich stöber mal ein bisschen rum. Bis später. Hallo zusammen. Na, das ist doch mal ein Hintergrund. Du wunderst dich wahrscheinlich, wo ich bin. Tatsächlich bin ich jetzt in meinem Hotelzimmer. Ich musste das Zimmer wechseln, weil es so gestunken hat bei mir in einem anderen Zimmer. Und dann habe ich dies dafür gekriegt. Es ist nicht zu fassen, aber dieses ganze Zimmer ist komplett eine große Graffiti-Terroraktion. Wahnsinn. Vom Fußboden und der Decke. Gott sei Dank habe ich beim Schlafen die Augen zu, sonst würde man hier wahnsinnig werden. Und das ist die Beute für heute. Art Garfunkel Breakaway für $1. Naja, das konnte ich nicht liegen lassen. Okay, dann geht's hier weiter mit Bright Sides Live. Tatsächlich eine meiner Lieblingsplatten von Pat Metheny. Dann Stanley Jordan, wer kennt ihn nicht? Ein Gitarrenwunder. Natürlich ein absoluter Klassiker, Stanley Clark. Flora Purim, tatsächlich eine brasilianische Sängerin, wo Jaco Pastorius mitspielt auf manchen Stücken. Auch ein wirkliches tolles Album. Bin ich sehr gespannt. Eine wunderbare Platte von Randy und Michael Brecker mit der WDR Big Band und einer Top-Besetzung. Jim Beard, Will Lee, Peter Erskine, Marcio Doctor mit Arrangementen und Unterleitung von Vince Mendoza. Also eine wahnsinnig geile Platte. Dann Groovy Groovy, Steve Gadd Band. Das ist eine neue Platte, die ist noch ganz verschweißt. Ja, wunderbar. Dann ein weiterer Klassiker, Oscar Pettiford.
Bud Powell, Kenny Clark und Coleman Hawkins. Was für eine Starbesetzung. Unglaublich. Und natürlich noch ein absolutes Muss. Invitation von Jaco Pastorius. Und ich hätte natürlich lieber die Jaco Pastorius-Platte gehabt, ne? Sein Debütalbum, diese schwarze Platte mit seinem Gesicht drauf. Aber die gibt's leider nirgendwo. Ich habe die noch nie irgendwo gesehen und ich habe den Typen gefragt, ja, die kommt ab und zu mal wieder rein. Allerdings ist die dann auch sofort wieder weg. Also ich, ich bin gespannt, wann ich die irgendwann mal finde. Also wir kommen gerade wieder ins Hotel und das war ein super Tag heute. Wir hatten brillantes Wetter und sind heute Morgen über die Brooklyn Bridge gelaufen. Und waren dann noch in diversen Plattenläden und haben tatsächlich tolle Platten gefunden. Wow, was für eine Auswahl. Der letzte Laden, das Jazz Record Center, ist wirklich ein irre Laden. Ein Liebhaber, der seit 40 Jahren diesen Plattenladen betreibt. Und da CDs, Bücher, Biografien, Noten auch teilweise und Platten hat. Nur über Jazz. Wahnsinn, toll. Also wenn ihr mal irgendwann in New York seid, dann müsst ihr hingehen. Ich mache jetzt erstmal noch eine kleine Pause. Bis später.